Ja gut. Damit hätten wir alle Nebenquests gelöst bis hierher. Schauen wir mal, was uns jetzt noch für ein Hauptshit kommt. Warte mal, ich habe doch gerade eben das den Energiespeicher dem Vieh an den Kopf geworfen. Wo war denn das? Drinne, oder? Hier? Ah, oh, jetzt bist du hochgeflogen. Alles klar, kein Wunder, dass ich den nicht gesehen habe. Grüß dich. Hab irgendwo. Ach komm. Ja. Hat das nachher noch irgendwo eine Stange? Scheiß drauf. So. Fuck. Ich mach halt, ne? Jetzt wollte ich mal Munition sparen, war auch wieder nicht richtig. So. Klack. So einfach kann es gehen. Ich kann die Türen einschalten oder die Lichter. Kann ich auch beides machen? Stimmt nicht. Ah, grüß dich. Er hat den einfachen Weg genommen. Warum haben die eigentlich verhüllte Gesichter? Ich frag's mich jetzt ganz ehrlich, weil... Waren das die obskuren, okkulten Typen oder die Gesichter verdeckt haben oder waren die das selber, weil sie gedacht haben, oh, das jüngste Gericht. So, ich habe jetzt die Lichter eingeschaltet, sind jetzt alle Türen aufgegangen? Sieht so aus, ne? Nee, da waren wir gerade drinnen. Nö. Jetzt habe ich die Türen hier hinten auf. Jetzt habe ich die Türen hier hinten aufgemacht. Da liegt einfach mein Kopf. Perfekt. Warum stehen da Beine rum? Also wenn du denkst, du hast alles in dem Spiel gesehen, ne? Und dann kommt sowas. Haben die hier gekegelt oder was? Hä? Was auch immer hier abgegangen ist, ist nicht von dieser Welt. Sieht halt wirklich aus wie eine Kegelbahn, oder? Können wir das nicht auch? Durch was? Dass wir durch die Lüftungsschächte hier abhauen? Das wäre echt schön, aber nein. Würde ich echt gerne machen, aber geht leider nicht. Nichts geht über eine gute Runde kegeln. Die gute alte Runde kegeln, ja. Nehmen wir hier mal mit.
Das war so spaßig. Schon alles hier einmal geklärt, bums, kommen die wieder aus dem Scheißraum hier rausgelatscht. So, wo lang jetzt? Vielleicht auch mal Zeit. Wie du immer nicht das aufhebst, was du aufheben willst. War hier noch gar nicht drin. Hä? Schön Haar auf der Brille. Nice. So. Ach Gott sei Dank, ist das Inventar wieder voll. Warum? Ja, wieder überlegen, was ich aufhebe, ne? Sicherheitskarte wird erfasst. Nervt. Muss jetzt hier wieder alle Waffen durchladen. Wird nicht reichen. Oder? Natürlich reicht es nicht. Damit können wir das nicht auch? Meinte ich den Typ, der die Abkürzung genommen hat. Achso. Wäre. Warum sollte man sich dann das aber so lange aufheben hier, ne? Also wäre schon wesentlich eher passiert, glaube ich. So. Ich wollte jetzt eigentlich nur was verkaufen, Leute. Ihr braucht jetzt hier nicht durchdrehen. So. Drei Slots. Sehe schon mal was. Wer hätte gedacht, dass einem hier ständig das Inventar zu voll wird? Warum komme ich da nicht ran? Doch. Warum komme ich da nicht ran? Jetzt können wir uns, glaube ich, auch das größere Dingens kaufen. Ich habe schon wieder Herzklopfen. Herzklopfen. Müsste auch. Ja, ich muss dann noch nach rechts. Warum leckt denn das Spiel jetzt so ein bisschen? Könnte auch wieder an TikTok-Stream liegen. So, 60.000 brauchen wir. Blöd, dass wir. Also wir könnten schon was verkaufen, aber ich will's halt nicht. Ich würde gerne meine alten Dingens verkaufen. Meine alten Anzüge.
So, aber jetzt müssen wir... Kommen wir da hinten auf die andere Seite hoch? Nee, ne? Kann man den Fahrstuhl runterfahren? Das war's aber okay. Dann müssen wir hier lang. Ich wüsste echt gerne mal, wie viel FPS ich habe. Was ist denn, wenn ich das Overlay wieder anmache? Nimmt OBS dann wieder das Overlay auf? Einmal nicht, ich guck mal. Funktioniert wieder. 123 Frames. Nice. Eine Textlog. CEC-Aktionärsbroschüre 202, bitte nicht weitergeben. Was ist planetarer Abbau? Beim planetaren Abbau werden Planeten und Mond im wahrsten Sinne des Wortes von speziellen Schiffen, den sogenannten Abbauschiffen, im Makrobereich zerlegt. Ganze Welten werden mit Hilfe von Gravitationsstrahlen aufgebrochen, um die im reichhaltigen Flöze mit wertvollen Materialien freizulegen. Oder Mineralien. Diese zerbrochenen Trümmerteile werden abgebaut, verarbeitet und dann in ihrem Bestimmungsort verschifft. Sie haben vielleicht Berichte von Umweltschützern gelesen, in denen behauptet wird, dass die Zerstörung eines Planeten ein ganzes Sonnensystem zerstören kann, weil die Gravitationskräfte, die jedes Himmelsobjekt auf seiner Umlaufbahn halten, gestört werden. In einigen dieser abenteuerlichen Berichte wird behauptet, dass dadurch das gesamte System außer Kontrolle gerät oder die Planeten ineinander krachen. Wir verweisen besorgte Investoren auf den Artikel Sicher und nachhaltig, das Versprechen der CEC für die Gesundheit unserer Galaxie, in dem die Wahrheit über den planetären Abbau ausführlich dargelegt wird. Eine kurze Antwort lautet: Der planetare Abbau ist absolut sicher und leistet einen wichtigen Dienst für die Erde und die Kolonien. Natürlich. Von mehr als 3 Dutzend solcher Abbauvorhaben ist nur ein einziger Einsatz nicht optimal verlaufen. Kritiker verweisen oft auf die Warnert-Katastrophe vor 11 Jahren, bei der ein Abbauschiff, 3 Versorgungsschiffe und eine Kolonie durch ein Versagen der Gravitationsstrahlen verloren gingen. Verloren ging, finde ich gut. Es wird jedoch selten erwähnt, dass die CEC seitdem ihre Beziehungen zu den Herstellern verstärkt, sich zu regelmäßigen Seminaren für die Besatzung verpflichtet und Sicherheitsprotokoll eingeführt hat, um sicherzustellen, dass die Katastrophe dieses Ausmaß nie wieder ereignen kann. Dass sich eine Katastrophe nie so, ne? Vor dem Abbau werden die in Frage kommenden Welten sorgfältig nach ihrem Mineraliengehalt, ihrem Nettowert und der Sicherheit, mit der sie abgebaut werden können, ausgewählt. Die Abbauschiffe sind auch von unschätzbarem Wert für die Ernte von Asteroiden und abtrünnigen Planetoiden, die eine tödliche Gefahr für teure Infrastrukturen und Anlagen darstellt. Darstellen, Alter, wie lang ist dieser Text? Planetarer Abbau, eine detaillierte Übersicht. Die Erschließung von Planeten ist ein langwieriger Prozess, der sich in der Regel über 3 bis 5 Jahre erstreckt. Im Allgemeinen wird das erste Jahr mit der Erkundung und dem Aufbau der Kolonie auf dem Planeten verbracht. Um die Verluste so gering wie möglich zu halten, sind die Kolonien in Bezug auf die Infrastruktur absichtlich sehr sparsam ausgestattet. In den nächsten 18 Monaten werden tektonische Ausgrabungen, die Wartung der Gravitationsstrahlen und somit verbundene Aktivitäten auf dem Planeten durchgeführt. Das Abbauschiff trifft nach 2,5 bis 3 Jahren ein, je nachdem, wie weit die Vorbereitung fortgeschritten ist. Sobald das Schiff in der Umlaufbahn ist, beginnen die Vorbereitungen für den Abbau der tektonischen Brocken. Dies dauert etwa eine Woche. Die Entfernung eines abgebauten Brockens vom Planeten in eine stabilisierte geosynchrone Umlaufbahn dauert normalerweise etwa einen Tag, 24 Standardstunden. Während dieses Vorgangs brechen Milliarden Tonnen von Trümmern von der Unterseite des Brockens ab und bilden einen Asteroidenring um den Planeten. Während die schwebenden Trümmer extrem gefährlich sind, verfügen die Abbauschiffe über ein hervorragendes Asteroidenabwehrsystem AAS, das Schiff und Besatzung vor Schaden bewahrt. Weitere Informationen über unsere AAS-Technologie finden Sie in unserer Begleitliteratur. Das waren die Dinger, die uns nicht geschützt haben, ne? Die wir manuell überbrücken mussten. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der gesamte Planetenkörper zerkleinert und verarbeitet wurde. Kleinere Objekte wie zum Beispiel Asteroiden werden in die Minenschächte gezogen und direkt verarbeitet, wobei zur Verringerung des Abfalls direkte Verarbeitungsstrahlen eingesetzt werden. Wie Sie sehen können, überwiegen die Gewinnspannen des planetaren Abbaus bei weitem
die der rein planetengebundenen Operationen, die möglicherweise erst in Jahrzehnten rentabel sind und enorme Kosten für Personal, Infrastruktur, Ausrüstung und Versicherung verursachen. Über uns. Die CEC, Concordance Extraction Corporation, ist das größte solare Abbau- und Förderunternehmen in den Erdkolonien und das fünftgrößte interstellare Unternehmen gemessen am Marktkapital. Seit unserer Gründung haben wir uns zu einem Motor der Industrie und zu einem wichtigen systemübergreifenden Arbeitgeber entwickelt. Mit einem großzügigen Budget für öffentliche Ausgaben und dank unseres engagierten Lobbybüros war die CEC stets in der Lage, eine starke Marktposition zu halten und sich politischen Unterstützungen zu sichern. Die CEC besitzt über 400 Deep Space Fahrzeuge, darunter 5 Abbauschiffe, deren Flaggschiff die berühmte USG Ishimura ist. Die CEC leistete Pionierarbeit bei der Scan-and-Catch-Technik und die heute zum Standard im Asteroidenabbau gehört und war das erste Unternehmen, das Schockpunktantriebe für die kommerzielle Nutzung einsetzte. Wir sind der größte Lieferant von Edelmetallen für kommerzielle Interessen im gesamten bewohnten Raum. Wir nehmen ihre finanzielle Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ernst. Wenn sie in die CEC investieren, investieren sie in eine Zukunft, in der wir alle glauben können. An die wir alle glauben können. CEC, die Menschheit mit Energie in die Zukunft führen. Das war der längste Textblock, den ich in dem ganzen Spiel gelesen habe. Jo. Komme ich da jetzt rein? Aha. Sicherheitskarte erforderlich. Und wie immer macht das keinen Sinn. Dass wir da nicht reinkommen. Vorstandsbadezimmer. Und wie immer war das wieder schön räudig. Ich nehme wieder den Flammenwerfer, ne? Ich schwöre. Spontan abflamen. Freigabe bestätigt. Puh. Junge, Junge, Junge. Ach, guck mal. Hey, wo ist denn jetzt die... Es ist schön, dass quasi die... Oh je. Gefährliche Anomalie registriert. What else? Wurde aktiviert. Tisch, lass mich nicht durch. Perfekt. Quarantäne aufgehoben. Alter. Immerhin funktioniert die scheiß Quarantäne, ne? Wahnsinn. Wenn nichts funktioniert auf diesem Dreckschiff, aber das geht.
Junge, Junge.